So Leute, die Kamera ist gerade abgeschmiert, der Akku war leer und die beiden Jungs werden uns jetzt gleich verlassen. Wir fahren gleich noch ein bisschen und fahren dann nach Hause. Der Herr hier mit der Aprilia hat mir gerade gesagt, er hat auch einen YouTube-Channel, BlackRider99. Könnt ihr mal vorbeischauen, bisschen Spam da lassen von mir, wäre geil. Hast du noch irgendwas zu sagen zu meinen Leuten? Nein, nein. Sag, dass sie die geilsten sind. Seid die geilsten. Habt ihr gehört, Leute? Kannst du mir was sagen? Ja. DK for President. Und willkommen zu einem weiteren Motovlog von mir. Wir sind jetzt gerade auf der Rückreise von der Tour, die wir hier gemacht haben mit den ganzen Leuten. Und ich bedauere es euch eventuell mitzuteilen jetzt. Ich bin mir nämlich nicht sicher, aber wahrscheinlich ist das jetzt der letzte Motovlog von diesem Jahr, von dieser Saison. Weil mein Saisonkennzeichen läuft ja ab dem 1.12. läuft es ab, dann darf ich nicht mehr fahren und wahrscheinlich werde ich jetzt die nächste Woche werde ich nicht fahren können. Das heißt, das wird die letzte Fahrt jetzt sein mit meiner Maschine. Traurige Musik. Aber ich werde über den Winter schauen, dass ich noch ein paar Videos raushauen kann, sei es Kartvlogs, sei es irgendwelche anderen, irgendwas so zum Motorrad oder so ein bisschen random. Vielleicht, ich weiß nicht, wie ihr das findet, wenn ich irgendwas in Richtung Gaming, das ist jetzt ein bisschen ausgelutscht von den ganzen Motovloggern, ob ich sowas machen sollte, dass ich irgendwie ein paar Gaming-Videos raushau oder so. Ich werde dann wahrscheinlich maximal ein Video pro Woche, wenn überhaupt, noch raushauen über den Winter. Und wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, was ich da so machen kann und ob euch vielleicht Gaming interessieren würde, ob ich es auf einem zweiten separaten Gaming-Kanal machen soll, könnt ihr mir mal eure Meinung da lassen. Und wenn ihr Bock auf Gaming habt, könnt ihr mir mal sagen, auf was für Games ihr denn Bock hättet. Schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn da ein bisschen was, ein paar Ideen von euch zusammenkommen. Ist halt schade, dass ich jetzt über den Winter nicht fahren kann. Ich bin im Moment am Überlegen, mir einen Roller zu holen für den Winter. So einen kleinen billigen 50 Kubik Roller für 100 Euro. Und dass ich dann mit dem so ein bisschen was aufnehme. So ein bisschen Offroad, so ein bisschen random Shit. Also könnt ihr mal sagen, ob wie euch das gefallen würde, wenn ich sowas, solche Videos raushauen würde. So mit dem Roller. So ein bisschen random Offroad fahren mit so einem Teil. Könnt ihr mal schreiben, ob euch das vielleicht interessieren würde oder ob ihr da überhaupt keinen Bock drauf hättet. Roller, nee, scheiße. Also ich fände es schon ganz witzig. Boah, Two Wheels von Dickhead, mit dem ich gerade noch hier fahre, der hat noch eine lange Heimreise vor sich. Der muss gleich noch, also muss jetzt von hier nach Ibbenbüren fahren. Ist jetzt mal locker noch, was weiß ich, Stunde 20 Minuten, Stunde 30 Minuten ist er noch unterwegs. Der wird sich den Arsch abfrieren, weil es jetzt langsam so kalt wird. Aber er ist hart im Nehmen, Leute, er ist hart im Nehmen. Will der da weg? Was fahrt ihr jetzt da? Viel Spaß, ne? Fährst du vor und du wirst navigiert? Sie weiß die Strecke. Sie zeigt es dir. Yeah.
Dickhead guckt erstmal, ob er noch aufnimmt und macht deine Linse sauber. Ich habe auch Schiss, dass von meinem Videomaterial die Hälfte mit beschlagenem Visier ist. Also beschlagener Linse, meine ich. Und was sagst du dazu, dass das jetzt mein letzter Motovlog ist? Bitte? Was sagst du dazu, dass das jetzt mein letzter Motovlog ist? Ich bin traurig. Ist kalt. Run, Forest, run! Schneller! Los! Super! Lass das Mädchen in Ruhe! Sei gewaltiger! Ja, und ich find's doof. Aber ja, ich helfe dich wieder auf Instagram weiter aktiv oder Viewport. Unter dem Decknamen Big Dick 23. Du weißt aber schon, dass ich gerade gefragt habe, was du dazu sagst, dass das mein letzter Motovlog ist. Alter. Ja, das finde ich gut, ja. So ein Wichser! Da sagt er, dass er das gut findet. Nee, so ein Wichser. Naja. Leute, nächste Saison geht's weiter. Da habe ich auch schon so richtig geile Sachen geplant, was man da alles machen kann. Also da könnt ihr euch echt auf was freuen. Das Warten wird sich auf jeden Fall lohnen, sage ich mal so. Da wird... Ich habe so viel geplant, das kann man... Ich habe das schon fast zu viel, um es umzusetzen, aber ich werde mein Bestes geben. Da werde ich wahrscheinlich dann auch zusehen, dass ich nicht nur 2 Videos die Woche raushaue nächste Saison, sondern eventuell 3 oder sogar 4 Videos. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Also da werde ich keine festen Zeiten wahrscheinlich mehr machen. Da werde ich Videos einfach raushauen, so wie ich Bock habe. Ey, willst du mal aufstehen und dir eine Karte geben? Mach du doch. Ich gehe jetzt mal. Alter, da geht dann, bei meinem Glück wird die Ampel dann grün. Jetzt muss die Roller sein, jetzt kommt gerade von der Arbeit. Aber Leute, ich hoffe, dass euch meine Videos dieses Jahr gefallen haben. Ich werde mir sehr viel Mühe geben, dass ich... Ohoho. Einfach das auch mal rechts überholt. Nein, sowas macht man nicht, rechts überholen, aber... Ich muss ja mal meinem Motorrad-Boy bleiben hier, den Dickhead. Da zeigt sie ihm, dass er links fahren soll. Und weißt du, wisst ihr, was der Vorteil ist bei der CBR von Dickhead? Hier kann man nichts töten. Da geht nichts. Killswitch ist einfach nicht. Wolltest du den Ständer runter machen? Next Level Shit. So rum, da ist die Halterung. Tschüss. Ich werde keinen Spaß haben heute. Ich passe auf ihn auf. Also bis nach Tenhausen zumindest. Danach ist er auf sich allein gestellt. Ciao. Ciao. It was at this moment when Yamako knew he fucked up. So, Jona Abel auf Instagram ist jetzt auch nie mehr bei uns. Jetzt sind wir nur noch zu zweit.
Für uns geht's jetzt heim. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch was mit reinschneide von der Heimfahrt. Vielleicht ein bisschen was. Auf jeden Fall sage ich mal, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und sage ciao, Leute. Und das war der letzte Motovlog. Ciao. Ich und mein Holz, ich und mein Holz, ich und mein Holz, sie, Holz, sie, Holz. Oh Mann, das erinnert mich an ein Video von Two Wheels One Dickhead, wo er auf dieser Erkundungstour in diesem komischen Industriegelände-Dingsbums da war und dann auf einmal nimmt er ein fucking Stück Holz in der Hand und singt dann Ich und mein Holz. Kranker Typ auf jeden Fall.